Volbeat ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer, existiert seit der dritten Spielgeneration und bildet das männliche Gegenstück zu Illumise. Volbeat ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das schwarz, rot, violett und gelb auftritt. Gesicht sowie der Großteil des Bauches sind violett gefärbt, zwei gelbe breite Streifen sind auf dem Bauch zu sehen. Der Hinterkopf wie auch die schmalen Umrandungen am Beginn der Arme und Beine sind rot gefärbt. Arme und Beine selbst sind ebenso wie der Rücken schwarz, seine Fühler sind sowohl gelb als auch schwarz. Das Pokémon hat einen kräftigen, fast schon dicklichen Körper. Auffällig ist der breite Hinterkopf, der wie ein großer Kragen den Kopf umgibt. Auf seinem Haupt wachsen zwei lange Fühler, die sich im oberen Bereich kringelt. Das Gesicht besteht aus den kleinen Augen, der Nase aus dem Mund und die Augen selbst setzen sich aus weißer Lederhaut, gelben Iriden und schwarzen kleinen Pupillen zusammen. Direkt unter dem Kopf sind die beiden Flügel zu erkennen. Volbeat besitzt kurze Arme und Beine sowie einen leuchtend runden Schweif und in der Shiny-Form sind die sonst roten Bereiche blau gefärbt. Volbeat ist ein schnelles Pokémon, welches sich außerdem durch seine Fähigkeit auszeichnet, spezielle Attacken abzuwehren. Selbst greift es Gegner mit physischen Attacken des Typs Normal wie Risikotackle, des Typs Fee wie Knuddler oder des Typs Psycho wie Zen Kopfstoß an, ist aber auch fähig, spezielle Käferattacken wie Plage oder Käfergebrumm oder Statusattacken wie Schweifglanz einzusetzen. Volbeat besitzt die Fähigkeit Erleuchtung, welche die Wahrscheinlichkeit auf wilde Pokémon zu treffen verdoppelt, oder die Fähigkeit Hexaplager, welche seine Käferattacken um 50% verstärkt, sobald es zwei Drittel seiner Kraftpunkte verloren hat. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Strolch, welche ihnen ermöglicht, mit Statusattacken schneller angreifen zu können. Volbeat lebt in der Nähe von reichen Teichen. Entschuldigung. Es ist nachtaktiv und ist es dunkel, so kann man seinen Schweif erkennen, welcher wie eine Glühbirne leuchtet und geometrische Figuren im Himmel malt. Dabei wird es von Illumise angeführt, deren süßer Duft ganze Scharen von Volbeat anzieht. Diese Muster, von denen es über 200 geben soll, werden von Forschern untersucht. Sein Schweif nutzt es außerdem, um mit Artgenossen zu kommunizieren, indem es die Helligkeit reguliert oder blinkt. Dabei ist Volbeat ein Basis-Pokémon und ist nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Paart man Illumise oder Volbeat mit einem kompatiblen Pokémon mit den Eigruppen Käfer Humanotyp oder mit einem Ditose, schlüpft aus dem dabei entstandenen Ei zufällig ein Illumise oder ein Volbeat. Mit dem Typ Käfer nimmt es dabei halben Schaden gegen Kampf-, Boden- und Pflanzenattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Gestein- und Feuerattacken, und der Rest macht normalen Schaden.